und nicht, sie war ja dieses Jahr schon einige Male sehr gut und jetzt sehen wir den Wind, der aber am Stehendanschlag nicht so viel ausmacht. Da ist diese ganz große Präzision nicht mehr gefordert. 11,5 cm die treffende Fläche, im Liegendanschlag 4,5 cm. Das wissen wir alle als geübte Biathlon-Zuschauer natürlich. Aber der Wind ist dann ein Problem im Stehendanschlag, wenn er am Körper zu spüren ist. Wenn er dich also hin und her weht, wie ein Segel. Aber das ist im Augenblick nicht der Fall. Und da haben wir die ersten drei, die hier in knappem Abstand reinkommen. Abschließendes Schießen. Sind das die drei Podestplätze? Oh, Meckereien, zwei Fehler. Petruschna nur einen. Vorteil für die Ukrainerin. Auch Krikorin jetzt mit zwei. Viluchina mit Fehler. Momentan spricht noch alles für Petruschna vorne. Nadine Horschler, die kann sich da noch richtig ranschieben und mitmischen. Berger, schau hin, Berger. Ja. Thora Berger schießt schnell und trifft alle fünf Scheiben. Die Norwegerin, die will aufs Podest. Die kann das auch schaffen. So, Petruschna, ich schau mal über den Monitor. Daumen drücken für Horchler. Bravo! Super! Andrea eine. Ja, und Thora Berger konnte sich gerade so an Petruschna vorbeischieben. 0,2 Sekunden. Welch ein letztes Schießen von Thora Berger. Als 14. ins Rennen gegangen. Vor diesem Schießen war sie 7. Und jetzt ist sie ganz vorne. Und ich wage mal zu behaupten, das lässt sie sich nicht mehr nehmen. Nadine Horchler, schauen Sie, 4. Rang, ist das wahr? Unglaublich. 11,9 Sekunden zurück und 12 Sekunden knapp hinter ihr, Kaisa Meckereinen. Das wird ein Kampf für Nadine Horchler. Ob sie die halten kann, das ist die Frage, aber es bleibt dabei. Sie fügt dem 5. Rang im Sprint wieder ein tolles Ergebnis hinzu. Es sei denn, sie geht jetzt hier noch richtig ein. Franziska Hildebrandt. Einmal noch in die Strafrunde und dann die letzten 2 Kilometer. Andrea Henkel von 25 auf 8. Super Rennen, auch für sie. 41 Sekunden zurück. Vor ihr Solemdahl, 5 Sekunden sind es, ja, auf die Norwegerin. Und das ist das Tableau, also Thora Berger. Schauen Sie, mit den 2 Fehlern in Führung liegend jetzt vor Petruschna und Viluchina. Und das Trefferbild, das hervorragende Schießergebnis bestätigend. Nadine Horchler, unglaublich gut. Und jetzt kann sie ihre Kämpferqualitäten gleich ausspielen, hoffentlich. Und den Platz halten, wenn es geht. Ach, super, saubere. Super. Sie hat sich nicht von Berger, und das war das Tolle, sie hat sich nicht von Berger verrückt machen lassen, die ja wieder sehr schnell geschossen hat, direkt neben ihr. Da kannst du schon mal die Konzentration verlieren und denkst dir, oh Mann. Ja, gib die Gas daneben dran. Gas, ja, und schau, Berger läuft mit Petruschna voll weg. Ja. Das war fast zu erwarten. Thora Berger, also, ist hier vorne weg, hat das Herz in die Hand genommen, die Schwächen der anderen genutzt, die Fehler, selbst alles sehr schnell erledigt. Und da kommt Nadine Horchler. Viluchina war vor ihr. Ja. Jetzt. Na, das wäre ja jetzt. Hat sie die Russin überholt? Aber ja, müsste überholt haben. Ja, die kommt damit mit blauem Anzug, müsste die Russin sein. Ja, also jetzt ist sie auf dem 3. Rang. Das ist ja unglaublich. Also. Richtung Podest unterwegs, aber wir haben es gesagt, selbst wenn es die Russin vielleicht nicht ist, was ist mit Kaisa Meckereinen hinten dran? Also Berger ist weg vorne. Ja, aber schau, Nadine, die kommt näher auf Rang 2. Ja, und Gerald Hönig hat ja mal gefragt und gesagt, danach gefragt, wie er sie bezeichnen würde. Da hat er gesagt, wenn es ein Mann wäre. Und ich bin aber charmant, dann würde ich sagen, das ist ein Kampfschwein. Also die kann richtig Gas geben. Das Loch zu Russland hast du schon. Kaiser, 8 Sekunden, komm, das hältst du auf. Geh sauber. Das ist das Ziel. Das wäre ein Ding, Kaiser Meckereinen in Schach zu halten und aufs Podest zu springen. Wahnsinnsrennen von Nadine Horchler. Super, aber eben auch von ihr. Kontinuierlich hat sie sich nach vorne gearbeitet. Thora Berger.
Sie ja mit Andrea Henkel 21 Weltcupsiege jeweils, die meisten der momentan aktiven Athletinnen. Auf den Spuren von Liv Grete Poré. Die hatte 22, wenn ich es recht weiß. Die würde sie einstellen heute, Tora Berger. Aber jetzt gucken wir hier auf Nadine Horchler. Darum geht's jetzt. Und Kaisa Mäkäräinen, die stürzt hier, die stürmt heran. Die kann, die wird, fürchte ich, der Deutschen den Podestplatz streitig machen. So, die Russin aber in Schach halten. Dann hat sie nochmal im Blitze nach oben geklettert. Ja, noch ist sie nicht dran, Kaisa Mäkäräinen. Klasse, Nadine Horchler. Scheint auch das Tempo halten zu können. Ihr Tempo, was ihr schon im Sprint gelungen ist. Jetzt hier sauber um die Kurve. Nicht noch stürzen. Umtreten. Jetzt tut's weh. Jetzt brennen die Schultern. Jetzt brennen die Oberschenkel. Jetzt brennen die Lungen. Und die anderen holen etwas auf. Jetzt aber das Fending, ja. Kann. Ah, schau, sie kommen näher. Der Ski läuft nicht ganz so schnell wie die der Russin. Und auch Mäkäräinen schiebt sich heran. Ja, ja. Die Russin kommt auch wieder. Ist auch wieder der Afriko Groß. Hatte ihr ja zugerufen, die Russin hast du. Aber jetzt kommt die auch wieder ran. Jetzt muss sie hier nochmal Gas geben. Die Russin geht raus an diesem kurzen Anstieg. Will hier vorbei. Ja, ja, sehr dynamisch. Alle beide sind sie vorbeigeflogen und haben Nadine Horchler durchgereicht auf den 5. Rang. Jetzt also Mäkäräinen vor Viluchina. Und kann sie sich dranhängen, Nadine Horchler. Nur noch bis ins Ziel. Und da kommt die Siegerin des Tages, Tora Berger. Glückwunsch für ein beherztes, für ein tolles Rennen der Norwegerin. Ihr 6. Weltcupsieg für diese Saison. Für die 31-Jährige. Also, passt alles in Richtung WM. Gratulation an Tora Berger. 22. Weltcupsieg für sie. Olena Petruschna. Die wird auch froh sein, wenn sie im Ziel ist, so wie das hier aussieht. Kämpft. Gutes Rennen von Platz 4. Hat sich in der Spitze gehalten. Von Anfang bis Ende. Am Ende kurz gewackelt am Schießstand. 2. Platz für Olena Petruschna. 2. Zum 2. Mal in der Saison. Kaisa Mäkäräinen holt sich doch noch das Podest. Nach dem abschließenden 2 Fehlern im Stehendanschlag. Und sie kann sich freuen, Nadine Horchler. Klar, im Moment wird sie denken, so ein Mist. Aber gleich 2-mal durchatmen. Den 5. Platz aus dem Sprint bestätigt. Wer hätte das gedacht? Die Domracevas, die Saizevas, alles hinter ihr. Super Rennen von Nadine Horchler. An Christine Flatland, auch die kehrt stark zurück in den Weltcup. Top-10-Platz für die Norwegerin nach der Babypause. Erst kurz wieder in der Mannschaft im Weltcup zurück. Gregorin, zwischendurch die Slowenin ja mal ganz vorne mit drin. Am Ende 8. Und Andrea Henkel auf dem 12. Platz. Da hat ja Andrea leider einige passieren lassen. Sie war ja 8. Nach dem Schießen. Aber die ganze Gruppe hat sie irgendwo gefischt und vielleicht, ja, man hat es gesehen bei Nadine Horchler bergab, da haben sie deutlich oder hat sie deutlich verloren. Und die Siegerin von vorgestern, Anastasia Kusmina, das Kompliment, der Dank ans Publikum, heute der 14. Rang, hat beim Schießen nicht so hingehauen wie im Sprint. Auch Olga Saizeva, die ja lange mit vorne drin war, kehrt hier als 15. ein im Stadion, in den Zielraum. Und das ist die Siegerin des Tages, Tora Berger, die Frau im gelben Trikot. Und da jubelt sie wieder, die Italienerin. Karin Oberhofer nach dem 8. Rang im Sprint. Heute 17. Da Franziska Hildebrandt als 19. im Ziel, als 39. gestartet, also 20 Plätze hat sie gut gemacht. Marin Hammerschmidt hatte beim letzten Schießen den letzten Schuss daneben geschossen. 19 Treffer, ein Fehler. Rang 34, jetzt 600 Meter vor dem Ziel ungefähr. So, Dorothea Viera, weitere Italienerin auf 21. Die starke Polin Palka, 22. heute. Tschechin Witkova. Aus der starken tschechischen Mannschaft freuen sich alle sehr auf die WM in der Heimat, in Novo Mesto. In knapp 3 Wochen. Und mit der 44 ihres
Schwabel, geborene Waldhuber für Österreich. Der 54 Tiril Eckhoff, junge Norwegerin, 22 Jahre alt, aus Trondheim. Kommt hier als 29. ein, hinter Michaela Ponza, die 28. ist, die zurückgekehrt ist hier in Antholz ins Team, hatte eine längere Pause, gesundheitliche Probleme. Jetzt ist sie wieder da. Und da haben wir Maren Hammerschmidt. Vorletzte Kurve. Ja, also insgesamt weiß auch sie, da ist Luft nach oben. Wir haben gesagt, sie ist eine aus der zweiten Reihe, ist hier eingesprungen für Laura Dahlmeier, die starten sollte. Aber die Vorbereitung für die Jugend, für die Juniorenweltmeisterschaften vorgezogen hat. Und Maren Hammerschmidt als 59. also gestartet, kommt hier ein als 34. Rückstand mit 4 Minuten schon hoch, aber eben einige Plätze gut gemacht. Also insofern kann man dieses Rennen von ihr positiv bewerten. Rahmenbedingungen für eine wirklich tolle Verfolgung. Thora Berger, 6. Sieg in der Saison. Also und Nadine Heuchler, Rang 5. Und Sven Fischer, unser Experte, du hast es vorher schon geahnt. Also dass es möglich war, das darf man im Biathlon nie irgendwie dann auch vergessen. Auch der Sportler muss immer die Hoffnung haben. Und die Nadine hat natürlich auch die Hoffnung gehabt. Und mit diesem nur einen Fehler konnte sie auch beim Laufen noch mithalten. Und das ist auch bemerkenswert. Im Prinzip auch alle Deutschen sich verbessert von den Plätzen. Und auch Andrea Henkel hat sich durch eine super Laufleistung heute und durch die super Tageswertung die drittbeste Tageszeit auch gesichert. Zwar 2 Fehler, aber auch sehr schnell gelaufen. Ich denke, insofern war es auch spannend für Nadine und immer noch bis zum Schluss dann den Kontakt zu haben. Ich könnte ja noch aufs Podium, aber das war schon eine spannende Sache. Aber der Christoph Hamm, unser Reporter, hat gesagt, den 5. Platz zu bestätigen gegen diese große Konkurrenz aller Ehren wert. Wir wollen noch mal einen schnellen Blick auf den Weltcup-Gesamtstand werfen. Das war ja das letzte Einzelrennen vor den Weltmeisterschaften in Nove Mesto. Thora Berger, also aus Norwegen, baut ihren Vorsprung aus auf Daya Domracheva und Andrea Henkel und Miriam Gössner tauschen die Plätze. Andrea Henkel jetzt auf 3, Miriam Gössner auf 4 und Sven, das freut uns natürlich ganz besonders, dass wir 2 deutsche Damen da vorne mit drin haben. Das ist immer wichtig und spannend und ich denke auch Richtung Staffel hatten die in Heuchler heute auch wieder eine Bestätigung gegeben und da muss man erstmal bei einem 4. schießen, das hat sie ja auch geschafft, so fehlerfrei schießen, das war schon ein besonderer Druck, aber genau das macht ja auch den Reiz aus. Wichtig und spannend ist es nicht nur hier in Antholz, wir melden uns nachher wieder.